ist jetzt der Wink mit dem Soundspfeil direkt vor der Tür, sozusagen. Eine ganz normale Schrankenanlage. Ne? Hier ist das Häuschen, was irgendwie den Strom verteilt für diese Motoren, die hier drin sind. Hier sind ja irgendwie Elektromotoren drin, die das dann bewerkstelligen, dass die Schranken hoch und runter gehen. Und da haben wir eins, eine kleine, noch eine große und noch eine kleine. Dann gucken wir mal, wie das angesteuert wird. Mal gucken, was wir sehen. 500 Watt pro Motor wird reichen. Also haben wir hier 500 Watt. Hier drüben nochmal 500, 1500 und 2000 Watt. Also 2 kW, sagen wir mal, müsste dieses Teil hier, ein paar Sicherheitsabschaltungen werden wahrscheinlich noch mit dabei sein, schon bringen. Ich habe keine Ahnung, wie es da drin ausschaut. Mal gucken, ob ich das nächste Mal, wenn hier irgendwie der Blitz einschlägt und die das wieder reparieren müssen, das passiert ziemlich oft, dass die Schrankenanlage kaputt ist, hier mal reingucken kann. Aber aufgrund der letzten Infos, die da so kamen, das Meer ist praktisch das Symbol für die Null, 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 für den Nullpunkt. Tiefer als die Meereshöhe kann ich mit meinem Wasser nicht runterfallen. Die Vorstellung, es gäbe irgendeinen Untergrund, den ich anzapfen kann, die ist zwar nett, aber eben falsch. Die erzeugen ihren Strom selbst und bezahlen für Strom. Das ist witzig. Züge Strom einspeisen. Und die Kraft kommt über die Schienen. Ihr solltet mal betrachten, wie stark geerdet die Eisenbahnschienen sind. Bin ich nun etwas weitsichtiger geworden? Das hier unten ist die Erde dafür. Hier haben sie auch schön ein E mit hingeschrieben. Oder TE. Tiefenerde, glaube ich. Ja, also 4 fette Kabel, müsste 16 Quadrat sein, gehen hier auf den Tiefenerder. Ja. Für 4 500 Watt Motoren. Soweit so klar. Ist bestimmt nur Blitzschutz. Bestimmt nur Blitzschutz.